Hitlers Kriegsmaschinerie hat einen Blitzkrieg gegen Europa entfesselt. In dieser dunklen Stunde müssen wir mit ganzer Kraft zum Bollwerk gegen die Unterdrückung werden. Der Ansturm der Nazis ist unsere größte Bewährungsprobe. Aber mit unseren Verbündeten werden wir uns ihnen stellen und sie besiegen. This day we set upon a mighty endeavor, a struggle to preserve our civilization and to set free a suffering humanity. Our sons, pride of our nation, lead them straight and true. Their road will be long and hard. Men's souls will be shaken with the violences of war. In this hour of great sacrifice, we shall prevail. Paul. Wir haben den 6. Juni 1944. Wenn du das nur sehen könntest, Bruder. Wir stürmen einen französischen Strand, dessen Namen ich nicht wissen darf. Und wir können Frankreich von den Nazis befreien. Aber das Warten gehört zum Kampf dazu. Ich soll also dem Kerl meine Uhr geben und denk so, was zur Hölle kann der denn mit meiner Uhr wollen? Der ist Captain von einem gottverdammten Footballteam. Aber ich habe in der Grundausbildung Freunde gefunden, die alle mit mir im Boot sind. Alle haben Schiss, aber keiner lässt es sich anmerken. Ich habe Sassmann in der ersten Woche gehasst, aber jetzt ist er der beste Kumpel, den ich habe. Er zieht Ärger an. Wenn nicht schon Krieg wäre, würde er einen anzetteln. Abgesehen davon sollten meine Finger noch dran sein für das Foto des Jahres. Styles will ein Fotograf fürs Live-Magazin werden. Sieht ein bisschen aus wie Clark Kent. Außer, dass er blind wie ein Maulwurf ist, wenn er die Brille abnimmt. Aiello ist der Veteran. Aber ganz ehrlich, er ist ein ziemlicher Hinterwäldler. Okay. Machen wir es etwas interessanter. Der heilige Michael. Schutzpatron der Soldaten. Passt auf mich auf seit Kasserin. Sassmann, dreimal in 10 Sekunden. Und er gehört dir. Ich weiß nicht. Oh, nicht den Schwanz einziehen. Mein Mann ist Sassmann. Okay. Warum nicht? Ach, ihr spinnt doch. Ich sag Bescheid, wenn's losgeht. Wo war ich? Ich und meine Jungs, wir mischen uns unter diese Pokerrunde von Football-Schwachköpfen. Mit meinem System konnten die Jungs mir die Blätter der anderen anzeigen. Der Gesichtsausdruck eines Quarterbacks ohne den Pott. Okay? Hm? Das passiert, wenn du einen Trickser austrickst. Jetzt. Du gehst baden, verdammt! Aiello hatte Kraft für 2 Männer. Man sagt, man gibt Juden nicht die Hand. Letzte Nacht klang das aber anders. Und war engstirnig wie 6. War eh nur ein blödes Schmuckstück. Aber wirklich schick. Ja, ich hol mir einfach ein besseres. Eine echte Trophäe, warte. Na dann viel Glück. Oh! Na los, Besprechung um 1800! Ich regel das schon, Daniels. Halt dich einfach an mich. Die Besprechung fängt an. Was zur Hölle treiben Sie hier? Dann ist da noch Sergeant Pearson. Ein echter Schatz. Sie sind was Besonderes, was? Wollen Sie die Deutschen zum Tanz einladen? Nicht unbedingt, Sergeant. Swing liegt denen nicht. Vorsichtig, Sassmann. Mir nach. Ganz offensichtlich habe ich eine Glückssträhne. Was auch passiert, bleibt nah. Erst die Normandie, dann der Rhein. Wir schaffen das, Daniels. Heute bestreiten wir mit unseren Verbündeten eine Operation von beispielloser Wichtigkeit. Zur Errichtung eines Landekopfs in der Normandie, um die ausufernde deutsche Aggression zurückzuschlagen, die Europa seit 4 Jahren terrorisiert.
Nur wir stehen zwischen der Welt und der Dunkelheit. Dies ist viel mehr als die Chance, sich zu Lebzeiten als Held zu erweisen. Wenn wir gewinnen, brennt sich unser Triumph in die Herzen und Köpfe einer dankbaren Welt für unzählige Generationen. Ich spreche von Ruhm, Männer. Wahrer Ruhm. Colonel Davis' Rede war nicht übel. Diese Ansprache erinnerte mich an die von Coach Johnson vor dem Spiel gegen Austin an Thanksgiving. Du erinnerst dich bestimmt, dass wir das Spiel mit 42 Punkten verloren haben. Ständig über Pearsons Schulter schaut Lieutenant Turner. Er hält ihn an der kurzen Leine. Reißt Pearson sich los? Kriegen wir alle was ab. Seit ich ein Gewehr halten kann, wollte ich sein wie du, Paul. Es war nie leicht, dir zu folgen. Aber ich werde es verdammt nochmal versuchen. Jetzt oder nie. Hey! Ach, könnte ich doch nur heim zu ihr. Warte doch mal auf Paris. Wirkt ziemlich weit weg. Und wichtig, der Strand ist nur Zwischenstopp. Sie müssen vorrücken. Halten Sie den Kopf unten und keine Gruppen. Denken Sie an Ihr Training, dann kommen Sie heil dadurch. Es macht mich stolz, Ihr Anführer zu sein. Jederzeit, überall. Okay, ziehen wir in den Krieg! Die Strände wurden doch schon gesichert, oder? Haben Sie Angst, Private? Nein, Sir. Das sollten Sie. Daniel, hast du Feuer? Klar doch. Eine Bangalore und gehen Sie zur Mauer! Wir müssen einen Weg zu den Burkhardt freiräumen! Daniel! Hierfür wurden Sie ausgebildet! Nehmen Sie die Bangalore! Sie schaffen das! Ja, Sir!